Hallo und einen wunderschönen guten Tag vom Heiligen Berg. Am kommenden Dienstag starten unsere Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen, den weiterführenden Schulen in ganz Attendorn und in ganz NRW mit ihren Abschlussprüfungen. Ich fühle mich als Lehrer sehr mit diesen jungen Menschen verbunden, gerade weil diese Zeiten so komisch sind. Alle Pläne für die Mottowoche, den letzten Schultag, die Abiturfeierlichkeiten, den Abschlussball, die Entlassfeiern. All das muss leider ausfallen und sind über den Haufen geworfen worden. Das tut weh. Doch nicht nur die Pläne der Schülerinnen und Schüler wurden durchkreuzt. Wir alle können davon erzählen, wie uns in den letzten Wochen sprichwörtlich Striche durch die Rechnung gemacht worden sind. Geplante Anschaffungen, der Sommerurlaub, Hochzeiten, Geburtstagsfeste sind erstmal auf Eis gelegt oder müssen neu bedacht werden. Und ich selbst, ich weiß auch nicht, ob, wann und wie ich meinen lang geplanten Aufenthalt in den USA antreten kann. Das macht traurig, zornig, ängstlich, vielleicht sogar hilf- und hoffnungslos, um nur einige der Gefühlslagen zu beschreiben. In all dieser Planlosigkeit kann es vielleicht helfen, sich zu vergewissern, wer und was in einer solchen Situation Halt geben kann. Das können zum einen die Familie oder Freunde sein, die füreinander da sind, die sich kümmern und trotz aller Beschränkungen das Gefühl vermitteln, dass man nicht alleine ist. Zum anderen glaube ich, dass der christliche Glaube einen Plan bereithält, der uns Halt und Orientierung bieten kann. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir uns diesen Satz Jesu aus dem Sonntagsevangelium auf der Zunge zergehen lassen, dann finden wir darin Orientierungspunkte für unseren Alltag. Die Ausrichtung am Leben Jesu und seinen Worten, seine Haltung gegenüber den Menschen, ja, der Welt gegenüber insgesamt und sein großes Vertrauen auf Gott bieten mir Orientierung und ein gutes Beispiel, wie ich auch in Zeiten der Planlosigkeit nicht die Hoffnung verliere, sondern immer mit Hoffnung und Zuversicht nach vorne schauen kann. Von daher mein Impuls, meine Gedankenanregung für Sie. Kramen Sie in Ihrem Gedächtnis und halten Sie Ausschau nach einem Wort Jesu oder einer Geschichte aus den Evangelien, die für Sie persönlich von Bedeutung ist, die nach einem Plan aussieht. Ich bin sicher, Sie werden etwas finden. Und was Ihnen Orientierung und Zuversicht geben kann. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten 5. Ostersonntag. Und euch Schülerinnen und Schülern, die ihr nächste Woche in die Prüfungen einsteigt, wünsche ich ganz viel Erfolg, gutes Gelingen, festes Vertrauen in die eigenen Stärken und in Momenten der Schwachheit den Halt der Hand Gottes. Ich denke an euch und zünde wie versprochen eine Kerze an. Und nicht vergessen, der Engel passt auf euch auf.